Ben Beaton, der 16-jährige Spieler des SV Heimstetten, kehrte vor wenigen Tagen aus Ungarn zurück, denn dort fand die EMG, die European Maccabian Games, statt. Dort war auch die jüdisch-deutsche Nationalmannschaft anwesend. Darüber reden wir heute. Herr Beaton, schönen guten Tag. Guten Tag. Freut mich, dass ich hier sein darf. Ja, mich freut es auch, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Ich hoffe, Sie hatten eine spannende Zeit in Ungarn. Ja, war sehr schön. Welche Erfahrungen nehmen Sie so mit, wenn man so bei so einer EMG dabei ist? Als 16-Jähriger ist ja dann auch irgendwo ein Traum, auch wenn es jetzt, ich sag mal, keine große EM ist, die auch im Fernsehen übertragen wird. Ja, nee, klar, es ist auf jeden Fall eine große Erfahrung. Ich habe auch schon vor 2 Jahren, war ich als 14-Jähriger, war ich auch schon bei einer WM, kann man so sagen, war ich da auch schon dabei. Und ja, es ist auf jeden Fall eine Riesenerfahrung. Wir haben vor Publikum gespielt, vor dem ich noch nie gespielt habe, also wirklich mit teilweise über 200-300 Zuschauer waren da, also es klingt jetzt nicht unbedingt viel, aber im Vergleich zu einer Kreisliga ist das natürlich dann schon was. Und es ist natürlich auch cool, gegen Teams wie Holland oder auch gegen Schweden oder Great Britain insgesamt halt solche Teams zu spielen. Und für mich als 16-Jähriger in der U18 zu spielen ist natürlich auch unglaublich gewesen und es war eine sehr schöne Zeit und ich habe es sehr genossen, ja. Sie waren ja auch, weil Sie es gerade ansprechen, bei der WM dabei. Was sind da so die größten Unterschiede zur EM und zur WM? Klar. Ja gut, also die WM ist halt an sich, ist es ja mehr so eine Art Olympiade. Für uns ist es halt eine WM, aber insgesamt gibt es ja viele andere Sportarten noch und deswegen ist das halt alles einfach viel größer bei einer WM, beziehungsweise halt bei einer, wie das heißt, Maccabia. Und ja, 2017 war halt einfach alles viel größer und viel besser organisiert, würde ich auch fast sagen, weil in Ungarn war halt alles, ja, es war halt einfach, die Leute haben es halt nicht so sehr gefühlt, weil es ist halt in Israel, ist es halt so mit Jüdisch und so, ist halt alles viel, viel populärer und dann kommen halt so richtig viele Sportler nach Israel und das ganze Land freut sich drauf und alles. Wie wird man dann auf Sie aufmerksam? Hat man Sie dann so auf dem Zettel oder hat man dann von jedem, ich sag mal, jüdischen Spieler da irgendwie so einen Zettel, wo der spielt und der beobachtet wird? Wie ich dazu gekommen bin, war über den Ortsverein hier, also Maccabi München. Die haben schon oft versucht, mich quasi auch zu Maccabi München zu holen und dann meinten sie irgendwann mal, ja, schau dir doch Maccabi Deutschland an. Da gehen viele von unseren Spielern, wollen da auch mal probieren. Also zum ersten Lehrgang damals, 2015, 16, wie auch immer, konnte jeder frei hingehen. Also jeder jüdische und auch jüdischer Spieler mit deutscher Abstammung konnte zum ersten Lehrgang hingehen. Und dann dachte ich mir, ja, ich würde mir das gerne mal anschauen. Und dann war das Niveau bei unserer Mannschaft, ehrlich gesagt, nicht ganz so super. Und das hat sich dann auch bis 2017 gehalten und unsere Mannschaft war dann nicht allzu gut. Deswegen war es nicht so schwer, da reinzukommen, würde ich sagen. Aber es wurden im Laufe der Jahre schon richtig viele Spieler aussortiert. Aber dadurch, dass ich halt von Anfang an dabei war und ja, und wir halt immer zusammen trainiert haben, war das halt dann nicht die große Herausforderung quasi hineinzukommen, sondern halt mit der Mannschaft dann zu spielen. Weil wir haben uns ja alle nicht allzu oft gesehen und viele Spieler kamen auch erst kurz vor den Turnieren dazu. Und ja, deswegen war das eher die Herausforderung, nicht in die Mannschaft zu kommen. Ja, bleiben wir doch mal bei Leipzig, dann können Sie es ja mal ansprechen. Wie genau, also Sie haben gesagt, da war auch so ein Lehrgang. Ist der so besonders gewesen oder warum wollten Sie direkt über Leipzig reden? Ja gut, also wenn man über jüdische Sportler redet, dann kommt natürlich auch oft das Thema Antisemitismus irgendwie dazu. Und ja, da gab es dann halt ein paar Vorfälle so. Aber ich glaube, das ist dann nochmal eine eigene Geschichte. Und Sie sind 16 Jahre jung. Wie gehen Sie damit um? Wir hatten einen Lehrgang in Grünberg und dann war doch ein Testspiel abgemacht gegen eine U19. Ich weiß nicht mehr, wie der Name der Mannschaft war. Auf jeden Fall kamen die dann in ihre Kabine, sind an uns vorbeigelaufen und haben uns schon beleidigt. Hier, ihr seid Juden, ihr gehört nicht hierher und so. Und das wurde dann natürlich auf dem Spielfeld immer extremer, also viel extremer. Wir lagen dann auch irgendwann 1-0 vorne und dann war es halt gefühlt wie ein Schlachtkampf auf dem Platz. Und ja, also wir hatten auch, wie gesagt, den Lehrgang in Leipzig. Da war es auch so, dass wir ein Testspiel hatten gegen, ich
glaube, Rotation Leipzig hieß die Mannschaft. Und dann war da auch hier ein bisschen so Sprüche. Also ich bin es quasi nicht gewohnt, solche Sprüche zu hören, weil ich ja, wie gesagt, beim SV Heimstetten spiele. Aber für meine Freunde von Maccabi Frankfurt, Maccabi München etc., für die war das komplett normal. Und das war auch nichts Besonderes für die. Und das hat mich, ehrlich gesagt, schon richtig schockiert, weil die halt einfach, die dachten sich, ja, okay, haben die halt gesagt. So. Also klar regt es die auf, aber sind halt dran gewöhnt. Wie hat denn Ihr Trainer reagiert? Also wir reden jetzt von dem Testspiel noch in Grünberg, wo es dann diese Vorfälle gab und man merkt, man ist in der Kabine und hört schon solche dummen Sprüche wie, oh Gott, die Juden sind da. Jetzt mal angenommen. Klar. Hat der Trainer dann nicht schon mit dem Gedanken gespielt, okay, wir gehen jetzt einfach, weil das gebe ich mir nicht? Nee, nicht wirklich. Also unser Trainer kommt auch aus Frankfurt und der hat uns recht gut versucht zu beruhigen und zu sagen, ja, spielt euer Spiel und lasst euch darauf nicht ein. Dann wird es ganz einfach aufhören, also quasi ignorieren, was sie sagen. Allerdings haben wir halt schon ein paar Hitzköpfe in der Mannschaft gehabt. Deswegen wurde es dann halt auch in den Zweikämpfen wurde härter. Und teilweise haben die Spieler dann auch vor dem Spiel gesagt, ja, das sind Juden, die können kein Deutsch oder so. Also halt mit wenig Hirn haben die gehandelt. So. Was würden Sie sich so für die Zukunft wünschen, gerade auch hier im Amateurfußball, dass es da einfach auch fairer zugeht, dass man dann auch mal die jüdischen Vereine schützt? Ja, also wir wurden quasi in Budapest, haben die schon viel versucht dagegen zu unternehmen. Wir wurden zum Beispiel, egal wo wir hingefahren sind, zu Spielen, zu Ausflügen, zu was auch immer, wurden wir immer mit einer Eskorte begleitet. Die Polizei war extrem streng während des Turniers. Man hat denen angemerkt, dass sie nicht unbedingt Lust drauf hatten, aber das war wirklich extrem gut, weil man hat sich natürlich auch sicherer gefühlt dadurch. Und man hat angemerkt, man will was verändern. Also man wollte wirklich das so sicher wie möglich halten. Und ich würde mir wünschen, dass es halt in Deutschland auch, vor allem halt mit den Ortsvereinen wie Maccabi Frankfurt, Maccabi München, Maccabi Nürnberg etc., dass bei denen halt dann auch mehr drauf geachtet wird, weil man hört ja relativ oft, dass halt da irgendwie es zu Ausschreitungen kam, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.